So, liebe Freunde, ich bin in Savenwil am Bahnhof. Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, plant der Kanton Savenwil eine Asylcontainer-Siedlung, kann man eigentlich sagen, mit bis zu 95 Asylsuchenden. Das Ganze hat natürlich gewissen Widerstand auch in der Bevölkerung ausgelöst. Der Gemeinderat selber hat sich von Anfang an distanziert von diesem Projekt. Es hat mittlerweile auch eine Art Bürgerinitiative gegeben. Savenwil sagt Nein zum Asylcontainerbau. Darum habe ich jetzt mit Marco Rulli abgemacht. Er ist von dieser Initiative. Und hoi Marco. Grüß dich, Reto. Und zuerst wollte ich einfach mal fragen, nächstes Montag ist Infoveranstaltung. Dann laufen wir von hier zum Gemeindezentrum. Die auch protestieren wollen. Und dort wird man eigentlich nachher erst richtig informiert über das ganze Projekt. Jetzt einfach mal eine generelle Frage. Was nervt euch am meisten an dieser ganzen Sache? Sind das die Tatsache, dass Asylanten kommen? Als sie dort herkommen, wo sie herkommen? Als sie Container kommen? Oder als sie eigentlich nichts dazu sagen können? Also generell gehen wir in die Mehrzweckhalle in das Gemeindezentrum, aber nicht, dass wir da einen falschen Weg durchlaufen. Aber das ist ein Detail. Also es geht grundsätzlich um diverse Sachen. Einerseits um das generelle Vorgehen vom Kanton, wie das gehandhabt wird, dass man eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Da hat sich der Gemeinderat bereits auch ablehnend dagegen geäussert. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass ein Grossteil der Savenwil-Bevölkerung die gleiche Meinung vertritt. Und zwar ist es einerseits der Standort von dieser geplanten Asylunterkunft und andererseits die Ausführung in Form von Container mit einer relativ grossen Anzahl von maximum 95 Einwohner, sage ich jetzt mal, oder Bewohner von dieser Siedlung auf einem relativ begrenzten Grundstück an sehr schlechter Lage aus unserer Sicht. Jetzt ist es ja so, dass man sich eigentlich unweigerlich jetzt da wieder an Fall Aarburg erinnert fühlt. Mir hat sich so ein Gefühl, an erster Stelle kommt eigentlich immer die Empörung, als der Kanton über den Kopf von der Regionalpolitik hinweg darf entscheiden, wo so etwas herkommt. Ist das bei euch eigentlich auch der Hauptärger? Das sicher, ja. Und dazu kommt noch, dass sich die Gemeinde eigentlich vorbildlich verhalten hat in den letzten Jahren und durch den Zukauf von einer Liegenschaft bereits mehr Flüchtlinge aufgenommen hat, als das er eigentlich müsste. Und das ist peripher geschehen, also in zwei Liegenschaften, nicht gerade sehr zentral. Und der Dank dafür scheint jetzt, dass man einfach noch quasi noch einmal eine Lage oder eine grosse Anzahl sollte aufgebürdet bekommen. Zudem, wie schon mal gesagt, eben halt an einem Standort, der sicher zwischen Eisenbahn und Hauptstrasse sehr unglücklich ist. Tatsache, dass es Container sind, ist das ein weiterer negativer Punkt? Also würde jetzt der Kanton zum Beispiel eine grosse Liegenschaft kaufen und würde dort die Leute einquartieren, wäre das für Savenwiler akzeptabler? Ja, das ist der eine Aspekt, eben, dass die Art der Liegenschaft, dann hat natürlich generell niemand Freude an so einer grossen Anzahl von Flüchtlingen. Aktuell geht es aber hauptsächlich darum, um den Standort und um die Art und Weise von dem Bau. Man muss ja damit rechnen, also der Eigentümer von dieser Parzelle hat die im Kanton ja für 10 Jahre mit Option auf weitere Jahre vermietet. Also geht man eigentlich jetzt davon aus, dass wenn das Containerdorf mal steht, dass das eigentlich mindestens 10 Jahre dort stehen bleibt? Also eben in erster Linie hoffen wir, dass es gar nie stehen wird, weil wir haben andere Bauvorhaben in der Gemeinde, die mit dem Kanton seit längerer Zeit und immer wieder auch mit Ortsbildschutz und so geschaffen wird. Und wir können uns einfach nicht vorstellen, dass man nachher, auch wenn die einfach verkleidet wird, die eine Containersiedlung einstellt, die wahrscheinlich nicht gerade viel Schönes darstellt. Es ist ja so, dass genau obendran eigentlich, also auf dieser Seite auf der Köllikerstrasse, ist ja das Projekt Alte Schmitte geplant, wo aber glaube ich noch keine Baubewilligung hat. Ist das richtig? Nein, soweit ich weiss, sind die seit über einem Jahr dran, eben genau die Sachen mit Ortsbildschutz und so weiter Zufahrten abzuklären. Ist es denn möglich, dass man genau das Argument brauchen kann, um den Kanton auszubremsen, indem man sagen kann, also wir kämpfen seit einem Jahr hier und haben Probleme wegen dem Ortsbildschutz. Das kann ja nicht sein, also Containersiedlung besser ins Ortsbild passt als so eine Überbauung, oder? Ich denke, das wird sicher ein Argument von der Gemeinde sein. Ja. Das ist aber dann im Gemeinderat und der Bewilligungsbehörde überlassen.
Sie selber sind ja Bauunternehmer. Also haben Sie selber irgendwie ein Interesse jetzt daran? Also sind Sie selber irgendwie an dieser Altersschmitte beteiligt? Nein. Ganz böse gesagt kann man ja sagen, für was überhaupt protestieren? Der Kanton hat ja eh am längeren Hebel. Also das Einzige, was man vielleicht machen kann, ist ein bisschen rauszögern. Aber im Grunde haben wir keine Chance, oder? Ja, keine Chance würde ich nicht sagen. Also das wird sich dann zeigen. Aber es geht auch darum, ein Zeichen zu setzen. Und wir haben jetzt auch von außerhalb der Gemeinde grosse Unterstützung bekommen und einen grossen Zuspruch. Und wir wollen einfach zeigen, dass wir dort auch zu Familie im Dorf gewisse Sachen nicht einfach über uns gehen lassen und dann noch ein Wörtchen mitzureden haben. Inwiefern das... Gut, rechtlich eigentlich nicht, oder? Rechtlich nicht, aber rechtlich gilt natürlich wieder, vor dem Recht ist jeder gleich. Und ich bezweifle, dass jemand anderes so eine Siedlung bewilligt bekommt im aktuellen Zeitpunkt, wobei das Baugesuch ist noch nicht da, also man kann das noch nicht beurteilen, oder? Was wäre jetzt für euch der bestmögliche Ausgang von dieser ganzen Geschichte, wenn was passieren würde? Ja, was gibt es für einen bestmöglichen Ausgang? Also, wie gesagt, wir sind ja nicht generell dagegen, dass man, der Grossteil, dass man keine Flüchtlinge hat, das hat man schon gezeigt. Und ich denke, das ist der richtige Weg, dass die Gemeinde eine Lösung sucht und die anbietet und nicht eine quasi eine Lösung aufgebrummt bekommt, die eigentlich keine ist. Ja. Mir ist auch aufgefallen, eigentlich eine Parallele zur Arbeit, und ich verstehe das eigentlich auch bis zu einem gewissen Punkt, dass man eigentlich immer bei dieser Sache steht, mir fast ein bisschen unter Generalverdacht, rassistisch, tendenziell rassistisch sein. Darum wird das eigentlich immer als erstes betont. Wir sind nicht gegen Ausländer, aber haben Sie Probleme damit, dass Sie so Leute eigentlich in dieser Gruppierung haben, die Sie eigentlich gar nicht wollen? Also es gibt eine Facebook-Gruppierung, die hat mittlerweile knapp vor 600 Follower. Und dort ist eigentlich in der Beschreibung von dieser Seite ganz klar, dass wir solche Aussagen nicht dulden. Und da darf ich sagen, dort bin ich auch am Überwachen und am Schauen. Und da sind wir bis jetzt sehr positiv überrascht. Das hält sich alles im Rahmen, wo man kann sagen, das ist in Ordnung. Es hat etwa Leute, die vielleicht ein bisschen emotional reagieren. Das ist auch ein Thema dann am Montag bei dem Einmarsch. Auch dort haben wir ganz klare Regeln gesetzt, wie wir das gerne hätten. Wir wollen keine Äußerungen unter der Gürtellinie gegen allfällige Politiker oder Vereinigungen oder so Sachen, sondern wir wollen einfach zeigen, dass es eine Weile Zusammenhalt hat und hier geschlossen an die Versammlung kommt und auch in dieser geschlossenen Form dann, sich wird bemühen darum, dass das Projekt nicht zustande kommt in dieser Form. Gut, merci vielmals für den Zwischenbericht. Also wir werden sicher noch etliche Mal von dieser Geschichte berichten, sicher auch am Montag. Jetzt hoffen wir, dass da viele Leute kommen und dass wirklich substanziell diskutiert wird. Also eins ist sicher, wie viele das kommen, das weiss ich nicht. Sicher bin ich nur, ich werde da sein. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bin ich nicht allein am 7. hier am Bahnhof. Das kann ich schon mal sagen. Also.